Hallihallo, meine Lieben da draußen, ein herzliches Willkommen heute hier bei LS22 Mods. Wir stellen immer skurrile, alltägliche, gebrauchte oder gebrauchsfähige, gute Mods vor. Heute habe ich mal ein bisschen was Altes wieder mitgebracht für unseren kleinen Kramer Allrad, nämlich ein wunderschöner Grubber oder wie wir hier sagen, Ecken oder im Erzgebirge würden wir sagen Aden, ne, der Aden. So, also Ecken oder Grubber und ich zeige euch das ganz schnell mal im Verkaufsmenü. So, und zwar haben wir hier Lizard Bolzen 3M. Und wir haben konfigurationsmäßig eigentlich nichts an Bord. Da muss ich wirklich sagen, das ist so ein kleiner Minuspunkt, den finde ich eigentlich nicht so besonders. Weil ich sagen muss, hier haben wir es wieder, ne? Modklaue natürlich, ja, dürfen wir nicht machen, aber okay. War jetzt ein bisschen ein falscher Drücker, aber ja, passiert manchmal. Okay, pass auf. Also, wichtig, wir haben leider nicht viel Auswahl. Also, wir haben wirklich nur das blaue Ding. So. Trotzdem ist alles funktionabel hier. Es funktioniert alles perfekto. Also, das heißt, wenn wir hier mal noch einen Motor anmachen, können wir das Ding einklappen. Dann ist das alles ziemlich einfach, klein und kompakt. Und wir können das ganze Ding ausklappen. Ja, wir können noch mal ganz schnell gucken, was brauchen wir überhaupt für PS. Wir brauchen 15 PS für das ganze Ding. 3 Meter ist das Ding breit. Und dann würde ich sagen, wir schauen mal rein. So funktioniert es nämlich. Also ihr seht's, wir können auch mit dem Traktor hier volle Kanne drüber wegziehen übers Feld. Also wir sind in voller Arbeitsgeschwindigkeit 15 km/h. Und ja, brauchen wir glaube ich nicht viel mehr erzählen. Also ich finde es eigentlich ziemlich geil, muss ich sagen. Wenn ich in die Lok reingucke, ist alles sauber, alles tippitoppi und ja, arbeitet auch sehr sauber, holt trotzdem Steine auch vor. Können wir so gucken. Ne? Also ist eigentlich ein recht schöner Mod, muss ich sagen, für alle die, die so ein bisschen auf alt sind und vielleicht auch auf kleine Maschinen, kompakte Maschinen, DDR-Maschinen oder wie auch immer, ist dieser Mod eigentlich wirklich wunderschön. Und ja, viel mehr brauche ich jetzt dazu nicht erklären. Wir sehen uns dann in der nächsten Mod-Folge morgen wieder. Da haben wir was ganz Besonderes rausgesucht. Das hat nämlich ein bisschen was mit dem Premium-Add-on zu tun, also mit dem Premium-DLC. Ja, meine Lieben, also Resümee, wie gesagt, verhindert Modklau und ladet euch die ganze Sache bei den originalen Leuten runter. Wir hier haben es unten in der Videobeschreibung verlinkt, kommt aus dem Mod-Hub und ja, habt Spaß damit. Bis dahin, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss und ciao.